möchte ich im Folgenden das, was wir vorher schon allgemein gehört haben von Christian Müller-Hagel zum Thema Angst im Alter runterbrechen auf Angst und bei Menschen mit Demenz. Ich werde dazu erstmal darauf eingehen, wie stellt sich das überhaupt dar? Das ist gar nicht so leicht zu erkennen, aus verschiedenen Gründen, darauf werden wir eingehen. Das Zweite, was wissen wir, welche Merkmale charakterisieren Menschen mit Demenz, die Angst haben im Vergleich zu anderen Menschen mit Demenz und vor allen Dingen Fragen rund um Behandlung und Umgang. Wie zeigt sich Angst bei Menschen mit Demenz? Wir haben einmal gehört von psychischen Symptomen, also so eine generelle, schwer kontrollierbare, ausgeprägte Angst. Bei Menschen mit Demenz kann das zum Beispiel sich da so darstellen, dass jemand nicht mehr allein sein kann. Wir hatten in der ambulanten Pflege eine pflegende Angehörige, die wir nur ganz selten auf der Straße gesehen haben, und wenn, dann war sie in Hektik, denn sie musste ganz schnell wieder nach Hause. Zu Hause war ihr Ehemann mit einer schweren Demenz und der durfte nicht bemerken, dass sie nicht da war. Im Pflegeheim hatten wir eine Klientin, eine Frau mit einer starken Demenz, die tagsüber sehr unruhig war, lief immer mit kleinen Schritten den ganzen Tag durch die Station. Nachts folgte sie der Nachtwache. Sie wie ein Schatten folgte sie ihr von Zimmer zu Zimmer, wenn sie den Rundgang machte. Es war ihr schwer, sie dahin zu bringen, dass sie wenigstens außen vor blieb, vor den Bewohnerzimmern. Sie wollte eigentlich noch mit rein. Die Nachtwache hat dann die Tür ein bisschen offen gelassen, das Licht rausfiel, dass sie hören konnte. Und dann wartete sie draußen, bis das die Nachtwache wieder rauskam, dann folgte sie zum nächsten Zimmer. Sie konnte auch nicht allein sein und das nenne ich ein Beschatten. Also Menschen mit Demenz, die Schritt auf Tritt jemandem folgen, den pflegenden Angehörigen oder den Pflegekräften, wie ein Schatten eben. Auch ein Zeichen, mögliches Zeichen von Angst. Aber auch beschuldigen, bestohlen worden zu sein, verfolgt zu werden, dass die Leute etwas mit einem machen wollen, kann ein Zeichen von Angst sein. Genauso wie auch erhöhte Reizbarkeit. Körperliche Symptome haben wir gehört, das ist eben diese das autonome System, das dann mit Taubheit, Kribbeln, Fingern, Schwitzen, Herzraten, Rasen, schnelle, flache Atmung, Kaltschweißigkeit etc. reagiert. Bei Menschen mit Demenz sind es häufig Zeichen von Unruhe, Anspannung, veränderte Atmung, flache, schnelle Atmung bis hin zur Atemnot. Schwierig ist die Abgrenzung von Angst und Demenz aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind viele Symptome der Angst auch Symptome, die allgemein bei der Demenz auftreten können, ohne dass sie einen Bezug zur Angst haben müssen. Also zum Beispiel bei einer generalisierten Angststörung sind so Konzentrationsschwäche, Probleme, Schwäche, Ermüdung, Unruhe sind Symptome, aber das tritt auch sonst bei einer Demenz auf. Zum anderen ist Angst ein innerer Zustand. Menschen mit Demenz können aber zum Teil aufgrund ihrer Sprachprobleme nicht so berichten, wie es ihnen innerlich geht. Das macht die Abgrenzung schwer. Zum Dritten gibt es gute Gründe, Christian Müller-Hagel hat darauf hingewiesen, anzunehmen, dass es eben auch neurologische Prozesse sind, die, wenn dann eben die Neurodegeneration Strukturen erfasst, die für die Gefühlsregulation zuständig sind, ganz allgemein jetzt ausgedrückt, dann eben auch dazu führen, dass man eine höhere Vulnerabilität hat oder eben auch Angst empfindet. Was auch dazu sprechen würde, dass es einen physiologischen Zusammenhang gibt zwischen Angst und Demenz, ist, dass die Häufigkeit von Angst bei Menschen mit Demenz und bei bestimmten Demenzarten besonders hoch ist. Was heißt das für uns? Ganz praktisch, es gibt verschiedene Ursachen für Angst. Es gibt psychologische Ursachen von Angst, Ereignisse, mit denen wir umgehen müssen, mit denen wir konfrontiert sind, auch vielleicht nochmal im Alter, aber eben zum anderen auch neurologische Ursachen, mit denen wir rechnen müssen. Und das ist eine Folge davon, was Christian Müller-Hagel auch schon gesagt hatte, Angst lässt sich vielleicht mildern, hoffentlich mildern, aber nicht unbedingt beseitigen. Schwierig ist die Abgrenzung zwischen Angst und Agitation. Aus ganz ähnlichen Gründen wie zwischen Angst und
Demenz, weil die Symptome sich häufig überlappen. Man hat eine Weile gedacht, Agitation ist eigentlich nur eine Ausdrucksform von einer generalisierten Angststörung. In der Zwischenzeit sagt man, nein, es sind eher schon qualitativ unterschiedliche Konzepte, die sich aber zum Teil in den Symptomen überlappen. Das bedeutet praktisch, Angst ist eine mögliche Ursache von Agitation. Aber es gibt auch andere Ursachen. Was hilft zu unterscheiden, sind die körperlichen Reaktionen. Also Agitation, wenn nicht körperliche Reaktionen wie zum Beispiel Anspannung, Schweißausbrüche, Atemveränderungen im Atem, also schnelle, flache Atmung. Wenn das nicht auftritt, dann muss man eher nach anderen Ursachen suchen für dieses Verhalten. Ein weiteres ähnliches Problem, zwischen Angst und Depression zu unterscheiden. Wir haben es schon gehört, Angst und Depression hängen ganz eng miteinander zusammen. 3/4 aller Menschen mit einer generalisierten Angststörung haben auch eine schwere Depression. Und umgekehrt, Menschen mit einer Depression haben viel häufiger eine generalisierte Angststörung als Menschen ohne eine Depression. Wie unterscheidet man das voneinander? Kliniker sagen, die Symptome sind sehr ähnlich, überschneiden sich, aber wenn die Kernsymptome einer Depression, die depressive Verstimmung, die Freudlosigkeit fehlen, dann sollte man eher an eine Angst denken. Und das bedeutet, man muss sich das Verhalten, die Körpersprache der betroffenen Person anschauen. Bei einem Menschen mit Demenz, der Angst hat, sind die Symptome häufig nicht dauerhaft, sondern eher situativ. Ich hoffe, man kann das lesen. Ja. Das heißt, man kann es auch, wenn jemand mit anderen zusammen ist, dann beobachtet man es nicht, die Angst. Wenn er dann weg ist, wenn die Pflegekräfte weg sind, dann kommt sie zwar wieder, aber eben situativ lässt sich das verändern. Bei der Depression sind die Symptome eher dauerhaft. Die Symptome bei Angst sind eher zukunftsorientiert. Man denkt an Zukünftiges. Christian Müller-Hager hat es gerade gesagt, nicht? Man denkt an zukünftige Ereignisse, man müsste eigentlich lernen, wieder zurückzukommen in die Situation selber. Bei der Depression sind sie eher vergangenheitsorientiert. Angst ist eher zugänglich für Pflegemaßnahmen, Depression ist da schwieriger zugänglich. Was dann auch bedeutet, dass ein Mensch mit Demenz und Depression und Angst häufiger doch auch medikamentös behandelt werden muss. Betrachtet man Menschen mit Demenz, die Angst haben, im Vergleich zu Menschen mit Demenz, die eine Depression haben, so sind Menschen mit Angst eher aktionsbereit, sie sind auf dem Sprung. Fight or flight. Ich weiß noch nicht, muss ich fliehen, muss ich kämpfen, aber eben, ich bin auf dem Sprung, etwas zu tun. Das zeigt sich auch im Verhalten, sie sind handlungsbereit. Sie sind hyperaktiv, weniger verzweifelt. Menschen mit Depressionen wirken eher unentschlossen, traurig, langsam, haben häufiger Schuldgefühle. Beide haben Schlafprobleme, häufiger haben Menschen mit Angst eher Einschlafstörungen. Menschen mit Depressionen haben eher Ausschlafstörungen, sprich sie wachen früher auf. Ja, wenn das so schwierig ist, Angst zu erkennen, dann hätten wir natürlich gerne Hilfen, sprich Assessments. Also etwas, woran wir feststellen können, okay, das ist jetzt ein objektives Instrument, mit dem wir eben Symptome unter Beobachtung unterstützen können. Leider gibt es zwar Assessment-Instrumente international, der Goldstandard ist im Augenblick das Rating Anxiety in Dementia, RATE. Es ist deswegen ein Goldstandard, weil es erstmal spezifisch ist für Angst bei Menschen mit Demenz und ein großer Vorteil, es fasst Informationen sowohl von den Betroffenen selber, wie von den pflegenden Angehörigen oder Bezugspersonen, also auch Pflegekräften, wie auch von den Kliniker und Aktenlage. Das heißt, alle Informationsquellen, so viel wie möglich, wird einbezogen. Es ist halt etwas schwierig, die Betroffenen selber zu fragen, aufgrund der Sprachprobleme, auch aufgrund dessen, dass sie eben nicht unbedingt das selber noch so wahrnehmen können. Und es ist auch schwierig, eben Bezugspersonen nur zu fragen und auf deren äußere Beobachtung angewiesen zu sein, weil Angst ist eben ein innerer Zustand. Auf
Deutsch erhältlich, verfügbar ist es das neuropsychiatrische Inventar. Das ist allerdings lediglich eine generelle Frage, die da gestellt wird an die pflegenden Angehörigen oder die Bezugsperson. Da heißt es dann, ist der Patient ohne ersichtlichen Grund sehr nervös, besorgt, verängstigt, ist er launisch, scheint er sehr angespannt oder zappelig, hat der Patient Angst, von ihm getrennt zu sein. Also werden eine ganze Reihe Symptome zusammengefasst. Eine Frage, wenn ja, kann man das noch einmal nach Intensität und Häufigkeit einschätzen. Aber das ist eine generelle Frage, nicht so aussagekräftig. Dann gibt es das Geriatric Anxiety Inventory, auf Deutsch übersetzt, aber das fußt auf Selbstauskünften. Auch das ist nicht, es ist erstmal nicht entwickelt worden für Menschen mit Demenz. Es wird gerne angewendet, aber eben beruht dann auf Selbstauskünften. Das sind die beiden einzelnen Instrumente, die da sind. Das RATE, ich werde da immer wieder mal drauf zurückkommen, deswegen sage ich das etwas ausführlicher. Das RATE ist leider im Augenblick auf Deutsch nicht erhältlich und das wäre eine tolle Aufgabe, das mal zu übersetzen. Für diejenigen aus der Wissenschaft, die irgendwie glauben, sie könnten auch eine Abschlussarbeit machen. Wie erleben das denn die Betroffenen selber? Und da gibt es zwei Studien, die Betroffenen, das heißt die Menschen mit Demenz selber oder eben auch pflegende Angehörige und Kliniker, also Ärzte, Pflegekräfte, befragt haben, was aus ihrer Sicht bei Menschen mit Demenz Angst bereitet und wie sie selbst die Angst wahrnehmen. Die Ursache der Angst, da sind sich alle darüber einig, die Diagnose oder die Demenz selber. Die Betroffenen selber sagen, also sie wissen nicht, was bedeutet das konkret für mein Leben? Wie beeinflusst es das? Was kommt auf mich zu? Wie entwickelt sich das alles? Die pflegenden Angehörigen, wie auch die Kliniker sagen, ganz ähnlich, wie wir es heute gehört haben bei Tieren, zum Teil ist die Angst das erste Symptom überhaupt einer Demenz. Derjenige, der Betroffene, wird ängstlich, wird unsicher, wird beunruhigt, ruhelos. Die Kliniker sprechen von einer existenziellen Angst. Also, oder wie es eine Betroffene selber ausdrückte, deine Welt bricht zusammen. Und klar, die Betroffenen selber sagen, was Angst macht, ist einfach der Verlust von Fähigkeiten im Alltag. Also nicht mehr so Auto fahren zu können, sich bewegen zu können, kommunizieren zu können. Das greift mein Selbstwertgefühl an, erzeugt negative Gefühle und eben auch Angst. Dazu passt, das sind ja jetzt einzelne Aussagen, qualitative Studien. Dazu passt aber auch unterstützend, dass nach standardisierter Forschung, also im größeren Bereich, also mehr Menschen einbezogen, Angst korreliert mit Beeinträchtigungen in Alltagstätigkeiten. Aber auch körperliche und umgebungsbezogene Faktoren wirken, können Angst auslösen. Ganz vorne an stehen zum Beispiel gesundheitliche Beeinträchtigungen, also ein akuter Infekt, Verstopfung, Schlafprobleme, die können Angst bereiten. Und es ist ganz wichtig, dass man sie behandelt, auch weil damit verbunden Angst ist. Aber auch Lärm oder soziale Isolation oder auch eben zu viele Menschen, Menschenansammlungen können Angst bereiten. Die pflegenden Angehörigen sagen auch, Änderungen in der Routine, also eine anstehende Untersuchung im Krankenhaus oder eine neue Pflegekraft kann Angst bereiten, kann Angst auslösen. Die Betroffenen selber sagen, und das finde ich noch einmal ganz wichtig, auch weil es sich noch über diese Aussagen hinaus stützen lässt, bevormundendes Verhalten macht Angst, weil es mein Selbstwertgefühl angreift. Und dazu passt, dass Relay in einer Studie festgestellt hat, dass Erfahrung von Stigmatisierung, also negative Etikettierungen, mit einem erhöhten Angstniveau verbunden sind. Aber schließlich sprechen die Betroffenen selber auch von grundloser Angst. Das heißt, sie wissen gar nicht, sie können sich plötzlich nicht mehr oder sie können sich nicht mehr entspannen, haben den Mund trocken, schwitzige Hände, merken, dass das Herz rast, ohne dass sie einen Grund angeben können. Die Symptome der Angst lassen sich noch einmal aus Sicht der Kliniker, der Praktiker, unterscheiden nach dem Schwere der Demenz. Gehen wir noch
Nummer 1 zurück. Bei einer leichten Demenz ist es eher eine allgemeine Unsicherheit in Alltagstätigkeiten. Also jemand hat Angst beim Autofahren, eine Frau hat Angst, komplizierte Gerichte herzustellen, bereitet dann nur noch einfachere Gerichte. Bei einer mittelschweren Demenz kommen dann Sorgen, Reizbarkeit, Verfolgungswahn, Bestehlungswahn, Angst vor dem Alleinsein dazu. Bei einer schweren Demenz kann sich das intensivieren, also jetzt eben zum Beispiel der Angehörige, von dem ich sprach, der nicht allein lassen werden konnte, das hatte sich schon früher angekündigt, aber später wurde das noch stärker und es steigerte sich. Also ich habe die Dame nur noch sehr selten außen gesehen. Da kommt dann beständiges Schreien, Klage über vage Schmerzen, Herzrasen, Zittern dazu, ohne dass man eben einen körperlichen Befund feststellen kann. Sehr häufig wird von Widerstand bei Pflegemaßnahmen gesprochen. Ich denke, diejenigen von uns, die in der Pflege arbeiten, wie ich auch, wir kennen das, dass sich dann jemand festklammert an irgendetwas, an einer Person oder am Bett, irgendwas, das greift, weil es ganz steif wird, es kommen hektische Flecken auf die Wangen, so dieser Widerstand bei Pflegemaßnahmen. Und das lässt sich auch verallgemeinern. Das ist nicht nur episodische Erfahrungen, die man gemacht hat, sondern wenn man nach den Belastungen von pflegenden Angehörigen aufgrund von Angstsymptomen fragt, dann ist Beeinträchtigung bei der persönlichen Hygiene ein Faktor, der die Belastung steigern lässt. Was lernen wir daraus aus diesem Bereich? Kurz zum Erscheinungsbild. Angst ist nicht leicht zu erkennen bei Menschen mit Demenz. Das liegt daran, dass die einzelnen Symptome eben auch andere Ursachen haben können. Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz können sehr wohl auch selber Auskunft geben. Also man kann sie fragen zu ihrem Erleben. Angst hat nicht nur psychische, sondern eben auch körperliche Symptome und es gilt darum, sich ein Gesamtbild gewissermaßen vor Augen zu führen und beides immer wieder miteinander mit einzubeziehen, eben gerade auch die körperlichen Symptome. Und schließlich, Angst hat leider viele Väter und Mütter. Es gibt psychische Ursachen, wie zum Beispiel die Bewältigung dieser unsicheren Situation, die Herausforderung, die sich durch die Folgen der Demenz ergeben, aber eben auch neurologische Ursachen. Was wissen wir an Merkmalen von Menschen mit Demenz, die Angst haben? Nach einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2008 haben über alle Settings hinweg, und das muss man sich im Auge behalten, also ambulant, wie Langzeitpflege, wie eben aber auch Kliniken, also Gerontopsychiatrie, also spezielle Kliniken, sind Angststörungen zwischen 5% und 21% zu beobachten. Klinisch signifikante Angstsymptome, also Symptome, die ein solches Ausmaß haben, dass sie einen Krankheitswert haben, werden bei 6% bis 38% beobachtet, Angstsymptome insgesamt bei 9% bis 80%. Das ist eine unglaubliche Spanne. Also diese Zahlen sind wenig aussagekräftig, weil es natürlich unterschiedliche Settings sind, die man vergleicht. Also die 9% waren jetzt meinetwegen im ambulanten Bereich, die 80% waren in der Gerontopsychiatrie. Ja, dass ich da Angstsymptome beobachte, ist eigentlich nicht so überraschend. Zum anderen beinhalten diese Studien ganz unterschiedliche Assessments. Die einen berufen sich einfach auf Beobachtung, andere auf Assessment-Instrumente, die meist aber nicht validiert sind für Menschen mit Demenz. Ganz selten eben bezieht man sich auf das RATE. Das macht das etwas schwieriger einzuschätzen, deswegen für uns vielleicht aussagekräftiger die Frage Häufigkeit von Angst in der stationären Langzeitpflege. Dazu gibt es zwei jüngere Studien von 2011 und 2014. Klinisch signifikante Angstsymptome bei 11% bis 20%. Die 11% sind gemessen worden mit dem RATE, also mit dem Goldstandard. Die 22% mit dem neuropsychiatrischen Inventar, von dem ich gerade gesprochen habe. Also Sie können das jetzt so ein bisschen einschätzen. Was an der letzten Studie für mich, denke ich, besonders interessant ist, ist, dass es sich um eine Langzeitstudie handelt. Das heißt, über 53 Monate, also rund 4,5 Jahre, hat man Menschen mit Demenz in Heimen begleitet. Über 900 waren es am Anfang, 931, glaube ich. Und hat geschaut an drei verschiedenen Zeitpunkten, wie steht es mit Angstsymptomatik.
Und da ist interessant, dass über den gesamten Erhebungszeitraum hinweg 43% aller Teilnehmer, die bis zum Schluss dabei waren, irgendwann eine klinisch signifikante Angstsymptomatik ausgebildet haben. Das heißt, unabhängig von jetzt irgendwelchen Querschnittpunktprävalenzen, sagt man dazu, also Häufigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, muss man bei Menschen mit Demenz, die lange im Pflegeheim sind, damit rechnen, dass circa 2/5, und das ist schon ganz erheblich, klinisch signifikant Angstsymptome entwickeln, irgendwann in dieser Zeit. 30%, also circa ein Drittel, hat das innerhalb dieses Zeitraums neu entwickelt, also nicht mitgebracht, sondern eben neu ausgebildet. Angstsymptome 16-48%. Ein bisschen auch wieder eine große Spanne, denn die 16%, die gehören jetzt eben mal aus wissenschaftlichen Gründen hier herin, aber das ist eine sehr kleine Stichprobe gewesen mit 24 Menschen. Das ist nicht so wirklich aussagekräftig. 48 ist etwas aussagekräftiger. Dass das weniger ist als in der Gerontopsychiatrie, ist klar. Das ist nicht so ein angstgenerierendes Setting in Langzeitpflege. Es gibt offensichtlich keinen oder anscheinend keinen Zusammenhang zwischen dem Stadium einer Demenz und Angst. Also das heißt, Angst kann zu jedem Zeitpunkt oder zu jeder Phase auftreten. Ausnahme des Terminalen, der finalen Phase, da scheint Angst eher seltener zu sein. Aber es gibt einen Zusammenhang offensichtlich zwischen Angst und der Demenzart. Menschen mit einer Alzheimer-Demenz sind eher seltener betroffen im Vergleich zu anderen Demenzarten, vor allen Dingen einer vaskulären Demenz, auch einer Lewy-Körperchen-Demenz. Da nehmen Forscher an, dass es an den Halluzinationen liegen, die gerade am Anfang einer Demenz den Menschen Angst bereiten und sie lernen müssen, damit zurechtzukommen. Es gibt auch eine allerdings sehr schmale Evidenzbasis für einen erhöhten Häufigkeit von Angst beim frontotemporaler Demenz. Was wissen wir an Merkmalen? Erst einmal, es gibt keinen Zusammenhang, erkennbaren Zusammenhang zwischen Geschlecht, Alter und Bildung und Angst. Also nicht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau oder zwischen jetzt höheres Alter oder niedrigeres oder Bildung. Es scheint aber, es gibt zumindest Hinweise für vielleicht einen soziokulturellen Zusammenhang. In einzelnen Studien in den Vereinigten Staaten zeigten Hispanoamerikanerinnen und Amerikaner sowie Amerikanerinnen und Amerikaner mit asiatischer Abstammung mehr Angst als Afroamerikaner oder weiße Amerikaner. Das kann natürlich auch eine genetische Komponente beinhalten. Wir haben das gehört, es gibt biologische Ursachen dafür. Es kann aber auch auf soziokulturelle Unterschiede in der Verarbeitung von angstgenerierenden Situationen hinweisen. Für uns, denke ich, ist relevant, noch einmal zu gucken, welchen Hintergrund hat eigentlich jemand, aus welchem kulturellen Kreis kommt er, wenn wir uns fragen, ob hinter einem Verhalten Angst stehen könnte. Je größer die Krankheitseinsicht ist oder je erhaltener die Einsicht in die kognitiven Beeinträchtigungen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit oder desto häufiger hat auch jemand Angstsymptome. Ist nicht überraschend, wenn wir daran denken, was wir vorher gehört haben, dass nämlich die Wahrnehmung der Folgen, Verlust von Fähigkeiten, Angst generiert. Nicht ganz klar, wenn ich das noch wahrnehme, dann habe ich auch eher Angst. Angst verbindet sich mit geringer Lebensqualität, mit einer größeren Beeinträchtigung in alltäglichen Tätigkeiten, ich hatte das schon erwähnt, mehr herausfordernden Verhaltensweisen, Durchschlafstörungen, Belastung der pflegenden Angehörigen und verschlechterten Beziehungsqualität. Und dabei, wenn man das genauer anguckt, ist es die Reizbarkeit, die die Beziehungsqualität verschlechtert. Und die Reizbarkeit ist es auch, die die Wahrscheinlichkeit für einen Heimeinzug erhöht.